Liebe Frau Behrendt, schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Interview mit Goldene Kamera. Immer wieder gern. Ja, Sommer, Sonne, See, ganz ehrlich, der Dreh zu Honigfrauen, das war doch pure Freizeit, oder? Das war pure Freizeit. Also ich meine, wir waren dann auch später, waren wir in einem Hotel, wo wir auch selber gewohnt haben und gedreht haben. Und wir hatten Pool da, wir hatten einen Spa-Bereich, einen Saunabereich und so weiter. Es war eigentlich auch Ferien, waren das. Was sind Honigfrauen eigentlich? Honigfrauen hat man früher genannt, am Balaton, so wie ich es jetzt kennengelernt habe, Frauen, die aus dem Osten gekommen sind und die sich halt, die süß sind wie Honig, weil sie sich halt an die Westler dann rangeschmiegt haben, um vielleicht dann in den Westen zu gelangen. Sie spielen eine Figur namens Maya. Wie tickt dieser Charakter? Maya ist ein Freigeist, hat Lust auf Abenteuer, will eigentlich am liebsten in die Karibik. Sie wird natürlich gestoppt dadurch, dass sie aus dem Westen kommt, aus dem Osten. Oh Gott, jetzt habe ich aus dem Osten kommt und halt da ja nicht wegkommt. Deswegen sucht sie immer Herausforderungen und versucht auch wegzukommen. Agenten der Balaton-Brigade in Badehosen am Sommersee. Das klingt auf den ersten Blick ziemlich crazy, hat aber einen ernsten, ja sogar traurigen Hintergrund. Warum ist das denn ein ernstes Thema? Ein ernstes Thema. Also ich meine, zum Balaton geht man natürlich auch, um Spaß zu haben. Auch für die, ich meine, früher war es so, dass man sich auch eine Genehmigung holen musste, um halt zu verreisen, um weiter weg zu verreisen. Und da ist halt alles aufeinander gekommen, ne? Und ich meine, das Thema ist natürlich, man denkt ja nicht gleich, dass irgendwo ein Spitzel ist oder so. Und deswegen ist es natürlich ein schlimmes Thema, ne? Und dann stellt sich ja einiges heraus, was ich jetzt aber nicht erzählen möchte. Genau, es bleibt spannend. Was wissen Sie denn persönlich nach dem Dreh über Honigfrauen, die Stasi und 1986, dass Sie vorher so noch gar nicht auf dem Schirm hatten? Das ist eine gute Frage. Also da ich ja schon Deutschland 83 gedreht habe, 86 drehen wir ja noch, 83 gedreht habe, habe ich natürlich schon sehr viel erfahren über die Stasi. Und was ich jetzt noch erfahren habe, also das habe ich eigentlich da auch schon gewusst, dass man nicht jedem trauen durfte früher. Was glaube ich für manche Menschen sehr schwierig war. Warum hat Sie die Story gereizt? Warum haben Sie die Rolle angenommen? Ich fand es halt spannend, dass zwei junge Mädels irgendwie zum Balaton trampen und dort dann eigentlich an ihre Grenzen kommen. Also die eine ist ja eher linientreu, die andere ist eher, ich möchte das Leben genießen und frei. Und dass man da aber dann auch gestoppt wird, also für meine Figur jetzt, dass man nicht alles erreichen konnte, das fand ich eigentlich sehr spannend.